Alter, was geht ab, Leute, Junge? Mein Gott, ey. Masken im Sommer sind so schlimm bei mir. Weil ich schwitze nicht am Körper. Ich schwitze direkt an der Nasenspitze und Oberlippe. Das sind so die zwei Stellen, wo ich am meisten schwitze. Und dann unter der Maske, da sammelt sich das einfach und dann tropft es so runter. Richtig ekelhaft bei mir, Mann. Auf jeden Fall, ich habe mir was gegönnt. Nichts überteures, nichts überkrasses, kein 100-Euro-Sushi. Too good to go. Guter Laden, sollte supported werden. Allgemein, too good to go. Das Konzept, dass halt Sachen, die sonst weggeschmissen wurden, dass man die noch retten kann, wiederverwerten kann. Dafür kriegt man es ein bisschen billiger. Das Ganze hat nur 3,50 gekostet, was halt krank ist. In letzter Zeit ein bisschen zu hart ausgeartet, ein bisschen, wie nennt man das, den Bezug zum Boden verloren. Ich war ja gestern zum Beispiel im Kino. Und übrigens, Premium-Sitze, beste, Mann. Der Film an sich war okay. Kimetsu no Jaiba, der Film, ja, geht. Kann ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Vor allem nicht als Standalone-Film. Also man muss schon die Serie geschaut haben, damit der einem so richtig taugt. Auf jeden Fall Premium-Sitze, dank Bitcoin Cashflow, zu krass. Ich glaube, ich kann nie wieder normale Sitze im Kino. Ab jetzt nur noch Premium-Sitze, Premium-Life, oder? Habe ich halt alles bezahlt für die Kollegin, kein Problem. Hätte ich, glaube ich, so oder so gezahlt, auch ohne Cashflow, Bitcoin. Nacho-Paket mit Popcorn, fette Getränke, die eh viel zu viel sind, 1 Liter. Und eigentlich sagt man ja, Kinosachen voll teuer, dies, das. Aber irgendwie habe ich echt den Bezug zum Geld verloren. Also ich habe es ja gestern so realisiert. Ich habe ihr gesagt, okay, also ich habe halt gezahlt, alles zusammen, dies, das. Crypto.com-Karte rausgezogen, also kein Flex, sondern Real Talk. Und dann ist mir halt so klar geworden, die Zeit, in der ich im Kino saß, einfach nur saß und den Film mir angeschaut habe, da habe ich mehr Geld gemacht durch LM, durch Staking, Cashflow, als ich ausgegeben habe für Tickets, Premium, 2, plus dieses ganze Popcorn, Nachos, Getränke und so. Ich bin am Ende sogar mit Plus rausgegangen vom Staking, LM und so, von meinem Cashflow. Krank, oder? Mittagessen-Time. So. 2 fette Packungen. Oh. Nur 3,50, Leute. Oh mein Gott. Ich hoffe, ihr habt die Adresse nicht gesehen. Ich habe was ausgedruckt. Die Kollegin hat ja für mich angefangen, ein paar Sachen auf Vinted zu verkaufen. War so nett. Mittlerweile hat sie nicht mehr so viel Zeit und jetzt muss ich mich drum kümmern, was allein ist, weil ich hatte von vornherein keinen Bock drauf. Aber okay, sind ein paar Kleinigkeiten. Das sind halt die Dinge, die keiner haben will von den Boxen, von den Loot-Chests und sowas. Apropos Loot-Chests, ist schon lange keins mehr wieder reingekommen. Und jetzt ist so die Sci-Fi-Sachen. Ist ja Anime, Manga sind wir große Fans. Dokumi, wir sind hoffentlich am Start. Aber diese Sci-Fi-Sachen liegen halt nur da. Und da hat sie mir angeboten, nee, sie verkauft es, ihr macht Spaß, so Winterzeugs und verkaufen, mit den Leuten schreiben, verhandeln, dies, das. Ich so, kannst du gerne machen. Und dann hat sie jetzt auf einmal doch keine Zeit und ich muss mich um die restlichen Sachen kümmern. Und ja, heute bin ich aufgewacht, Leute. Und wisst ihr, was war? Ich hatte Bock, wieder an Hongs Tour zu arbeiten. Das erste Mal seit einem Monat oder so. Wir sind hier direkt an der Uni. Ich habe das gerade ausgedruckt, diesen Lieferschein. Und ja, Tour Nummer 3. Angefangen Mai. Anfang Mai. Das ist jetzt auch schon 2,5 Monate her. Eigentlich sollte das unter einem Monat, also Ende Mai, schon fertig sein. Aber ihr wisst, was passiert ist. Ich will die Story nicht noch weiter erzählen. Oh ja, viele haben gesagt, yo Hong, wieso kickst du dich deinen Kollegen und so? Ist nicht notwendig, also er macht halt das, was er macht. In dem Fall momentan gar nichts und auf sich nicht melden und so, dies, das. Keine eigene Initiative, okay, kein Problem. Aber vielleicht macht er irgendwann mal was. Selbst wenn er nur einmal was im Jahr macht, hat er immerhin einmal was im Jahr gemacht. Und wenn ich ihn komplett kicke, dann macht er garantiert nichts mehr. Wisst ihr, was ich meine? Ja, auf jeden Fall hatte ich nach Ewigkeit mal wieder Bock. Tour Nummer 3 müssen wir fertig machen. Was heißt fertig machen? Hat nicht mal wirklich angefangen. Tour Nummer 2 muss noch getestet werden. Da wollte ich auch mal die Jungs in einem Livestream das machen lassen, aber muss auf jeden Fall ein paar Mal noch getestet werden. Da bin ich nicht zufrieden mit den Fragen und dann
muss ich mich um die Mädels kümmern, die Influencerinnen, dass die da den Vertrag endlich unterschreiben, dass wir das zweite Fotoshoot machen, vielleicht dann auch ein drittes Fotoshoot und das war's eigentlich. Und dann muss ich mich um ein Promo-Trailer, sowas kümmern, das ich verwerten kann für Google AdSense, YouTube, Facebook, Instagram, Ads oder sowas. Ich weiß, das war ein verrückter Vorschlag oder verrückte Idee, aber keine Ahnung, mein Leben ist halt irgendwie jetzt verrückt geworden. Ich habe gut investiert und auf einmal hat sich das Leben so verändert. Alles ist möglich jetzt in meinem Leben. Also, das ist eine einmalige Gelegenheit und auch, die hat mein Leben auf den Kopf gestellt, weißt du? So, ihr habt ja die meisten Stops gesehen, nicht alle. War zu langer Weg und zu heiß, zu viele Leute. Aber die meisten Stops habt ihr gesehen. Worum geht es eigentlich in Hongseo nochmal, für alle, die es immer noch nicht ganz gecheckt haben? Also, man kauft ein Ticket, man bucht ein Ticket und dann, also es gibt verschiedene Touren, kaufst ein Ticket für eine bestimmte Tour. Dann haben wir so eine Drittanbieter-Software momentan Seite, wo man das Ganze machen kann. Die bieten auch solche Touren an und da kann man das sozusagen mit übernehmen und die kriegen einen Anteil dafür, dass man halt ihr System nutzt. Haben auch schon drüber geredet, irgendwann, falls alles läuft, falls da dann alles läuft, dann starten wir unser eigenes Ding, müssen eine eigene App oder sowas entwickeln. Dann kommst du halt zum Startpunkt von der Tour, die du gewählt hast. Dann gehst du auf die Webseite und dann kriegst du eine Frage gestellt, ein paar Infos, Frage, musst dich umschauen, musst ein bisschen nachdenken, rätseln, suchen, schnitzeljagdmäßig halt, dann gibst du deine Antworten ein. Falls sie nicht stimmen, musst du weitersuchen. Dann kommt eine Fehlermeldung. Hey, stimmt nicht, dies, das. Falls sie stimmt, dann kommt so, hey, bravo, top, gut gemacht. Und dann kommt die nächste Frage. Musst erstmal der Anleitung folgen, zum nächsten Spot den finden und dann dort die nächste Frage wieder beantworten, wieder rumsuchen, dies, das. Und dann immer so weiter von einem Stop zum anderen. Und dann hast du hoffentlich am Ende eine coole Tour gemacht. Den Stadtteil, die Tour München, also in dem Fall München, aber die Stadt kennengelernt und ein paar Sehenswürdigkeiten, die du sonst nicht sehen würdest, so Sightseeing-mäßig, auch ein paar coole Instagram-Spots, wo du coole Fotos machen kannst oder sowas. Darauf fokussiert sich die Tour auch vermehrt, weil es gibt schon solche Touren und die meisten sind halt eher auf Story angelehnt. 90% dieser Touren sind irgendwelche Kunstjäger. Irgendein Kunstgemälde wurde geklaut und du bist Detektiv oder Polizist und so und musst den Räuber finden und dann jagst du ihn halt durch diese verschiedenen Stops. Und ja, hat mir halt nicht so getaugt, deswegen dachte ich mir ohne Story, dafür vermehrt eher so auf Locations, coole Orte, Fotos, Instagram angelehnt. Mit dem Mädel zum Beispiel habe ich es auch gesehen, da haben die auch bei vielen Spots gesagt, boah, da müssen wir privat nochmal hin und ein paar Fotos für unser Instagram und sowas machen. Und so hätte ich niemals selber diesen Ort gefunden und so. Also genau sowas wollte ich und ja, ich denke auch, das ist viel besser skalierbarer, weil sonst musst du für jede Tour nochmal so eine Story erfinden. Und die Idee finde ich halt ganz gut, weil du hast halt keine Kosten, kaum Kosten, eigentlich nur Webseite und Hosting, Domain und sowas, aber du hast halt kein, Logistik, keinen Versand, keine Mitarbeiter, keine Tourleiter. Klar, ich brauche irgendwie Social Media Manager und dies, das noch, aber minimale Kosten, minimale Mitarbeiter. Es ist krass skalierbar, läuft einfach ohne, dass man sich aktiv drum kümmern muss. Also es ist eher passiv. Klar, wenn man erweitern will, dies, das, wenn man die Touren checken will und so weiter, wenn man Marketing machen will. Aber an sich können zum Beispiel 100 Leute auf der Welt, also nicht auf der Welt, sagen wir auch deutschlandweit, Touren gerade buchen und du musst halt nicht jede Tour überwachen oder sowas. Ist halt krass skalierbar und das hat mir halt getaugt und deswegen sehe ich da so viel Potenzial. Minimale Kosten, maximal skalierbar, das und alles online. Wir müssen das halt nur irgendwie ins Laufen kriegen. Sorry, ich muss auf einmal einfach lachen. Abschließende Worte, Alter, ich habe geträumt heute Nacht, dass der Kollege mir eine Sprachnachricht geschickt hat, dass er sich treffen will und quatschen will. Da bin ich so aufgewacht. Ihr kennt das, dieses Gefühl, wenn man einen Traum hatte und dann sich wünscht, das wäre wahr gewesen, aber nee,
da war nix. Ich habe sogar dann im Handy nachgeschaut, weil ich das war so unsicher, so war das jetzt oder war das nur ein Traum? Aber nee, hat sich nicht gemeldet, aber wir arbeiten weiter fleißig an Hongs Tour, Alter. Die nächsten Schritte, Schritt für Schritt, Babyschritte und dann irgendwann werden wir laufen, also Schritt für Schritt, kleine Schritte, größere Schritte, bisschen schneller gehen, dann laufen, dann Usain Bolt, so. Und wenn man sowas startet, dann hat man natürlich das Endziel vor Augen, was das alles sein könnte und dann ist jeder Schritt, den man macht, den würdigt man nicht, den weiß man nicht zu schätzen, weil man weiß, wohin das Ganze gehen könnte und dann denkt man sich, okay, man ist noch so weit entfernt, aber anstatt zu sagen, okay, wir haben schon so und so viel gemacht und das erreicht und jeder Schritt ist natürlich wichtig. Aber egal, wir sehen das, ihr seht alles dann, wie das Ganze ablaufen wird. Das war's erstmal von mir, Leute. Ihr wisst bestimmt, immer liken, subscriben, kommentieren. Folgt mir auf Instagram, wenn ihr mehr wissen wollt, wenn ihr saftige Sachen aus München sehen wollt. Ansonsten natürlich, jeden Freitag sind wir live, hoffentlich, je nachdem. Auf Twitch schaut's gerne vorbei, Support ist da. Kuss geht raus an die ganzen von der Wand. Und ansonsten natürlich in Bitcoin investieren. Schaut euch Cake an. Da generieren wir saftig Cashflow. Und ansonsten, serious business und ciao.